Wir machen heute einen Ausflug vom Campingplatz in Werder aus mit den Fahrrädern. Da sind wir nicht weit gekommen, denn jetzt sind wir gerade in Petzo, nennt sich das. Und hier fliegt eine blöde Fliege um den Mund rum. Und da haben wir gleich diese Kirche entdeckt, die in Petzo steht. Und da musste ich doch sofort anhalten. Also dieses Backsteinzeug, das ist doch immer wieder faszinierend. Kennen wir ja gar nicht so aus dem Allgäu. Und deswegen ist das für mich immer besonders schön. Und da habe ich dann gleich die Bremse reingehauen. Diese blöde Fliege hier. Und das schaue ich mir jetzt mal an. Tja, die Gläubigen müssen draußen bleiben. Ich komme leider nicht rein. Naja, dann fahren wir mal weiter mit den Fahrrädern. Das ist das Schloss Caput. Ich weiß immer nicht, wie man das aussprechen soll. Geschrieben wird das C-A-P-U-T-H. Und das wurde von Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg im 17. Jahrhundert erbaut. Erstmal so als kleines Häuschen und wurde dann stetig, als er es seiner Frau geschenkt hatte, erweitert. So, und das ist der gute Mann, der Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg. Ich weiß ja nicht, aber mir haben die Männer damals nicht gefallen. Nachdem wir jetzt in Potsdam gerade eben baden und einen leckeren Käsekuchen gegessen haben, machen wir uns langsam wieder auf den Rückweg und da sind wir an dieser Sportstätte vorbeigekommen und da stand gerade dran, dass hier der moderne Fünfkampf ausgetragen wird und dass das Olympiastützpunkt Brandenburg ist. Und jetzt sind wir gerade an diesem komischen Teil vorbeigekommen und das sieht ganz so aus, als wäre das so eine Probebahn für Bobfahren. Cool. Also sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Und auch sonst, die Anlage, die ist echt picobello. Ein Träumchen. So, ihr ahnt es, hier ist ein kleiner Cache. Und es ist für mich Zeit, um Päuschen zu machen und was Erfrischendes zu trinken zu holen. Erfrischend in Anführungszeichen, weil das Wasser, das hat vorher eine Dreiviertelstunde inklusive Fahrrad in der Sonne gestanden. Und das wird jetzt richtig warm sein. Nee. Also.